Willkommen und hereinspaziert. Panikattacken, wie der Titel schon sagt. Und es ist etwas aus dem Bereich Mars-Pluto, das wir auch jetzt am Laufen haben. Und wenn ihr beobachtet, was in den letzten Tagen schon alles los war, im Kleinen und im Großen, küsst die Hand. Und wir sind mit diesem Thema noch nicht durch. Hier ein Beispiel einer lieben Kundin. Und es geht jetzt mal grundsätzlich darum zu sehen, was für eine Disposition gibt es überhaupt dazu, etwas im Radix. Ja, natürlich. Das 12. Haus ist immer Smoking Gun für solche Themen. Der Mond ebenso, bei Mond auch Seele. Das 12. Haus, das Schattenhaus, wo wir gerne Dinge hineinverlagern oder hineinverschieben. Also verdrängen auf gut Deutsch. Und selbstverständlich muss man sich auch noch einiges anderes ansehen, ist schon klar, ja. Okay, aber von der Anlage haben wir hier mal das 12. Haus über drei Zeichen, Tierkreiszeichen Fische eingeschlossen. Und Fische Neptun, tja, es macht ganz oft komische Sachen, wenn es in dem Bereich ist. Der Mond ist ebenso dort, wo es schon dafür steht, dass das jemand ist, der sehr, 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 sehr sensibel ist. Wird es nicht zugeben, weil es ist ein Wassermannmond. Der Wassermannmond versucht dann verzweifelt alles zu abstrahieren. Das kann er grundsätzlich gut, aber nicht, wenn er im 12. Haus ist. Da ist er offen für die ganzen kollektiven Wahrnehmungen und Strömungen, also ganz viel auch die der anderen. Zum eigenen natürlich dazu, ja. Und hier ist auch noch der Mars eine sehr interessante Position. 0 Grad Widder und mit einer Pluto-Position, 12 nach 6. Die Sonne ebenso endgradig, Zwilling Krebs auch schon schwierig in Bezug jetzt zu diesem Thema, gell? Weil wir wieder Mond dabei haben, genauso am IC im 4. Haus. Und das hier, wie ihr seht, ist gut besucht. Und somit weiß ich eines schon, in diesem Falle. Das ist an die Ahnenlinie geknüpft. Hier kommen ganz uralte Verwerfungen bei dieser Dame raus. Es geht um Tod bei Panikattacken, Todesängste. Es hat mit Tod zu tun. Es ist an Tod gekoppelt. Und somit ist es auch schon an eine Erfahrung in meinem Leben gekoppelt. Ich kann natürlich noch viel mehr und viel weiter dazu gehen, aber ganz ehrlich, die einfachste Geschichte und die guten Dinge sind einfach. Im Erwachsenenleben sind alles Wiederholungen aus diesem Leben. Alles andere kommt noch dazu, ja. Und hier sage ich, das ist in der Schwangerschaft entstanden, vorgeburtlich, möglicherweise durch einen Schock, durch ein Erschrecken der Mutter. Dazu befragt, ja, die Mutter ist im 6. oder 7. Schwangerschaftsmonat zu ihr die Treppe runtergestürzt. Das ist schon mal etwas, das sich in irgendeiner Weise manifestiert. Das kann man nicht wissen, das ist schon klar. Aber das Wesentliche ist ja, man muss es aufdröseln. Erkenntnis macht den Weg frei. Und ebenso ist die Chance gut, dass ein angelegter Zwilling war und dass sie ihren Bruder in diesem Falle verloren hat. Das hat jetzt nicht zwingend mit dem Sturz zu tun. Weil da hätte die Mutter schon gewusst, dass sie Zwillinge bekommt. Was aber nicht der Fall war. Zwillingsanlagen gibt es ganz oft, wo sich ein Teil verabschiedet. Die Auswirkungen ziehen sich oft über das ganze Leben. Und ganz viele tragen diese Schuld des Lebens bei sich. Mit Panikattacken ist diese radikale Wegmethode. Das ist die Konfrontation mit Tod. Mensch glaubt, er stirbt, das stimmt aber nicht. Es ist der Hinweis darauf, dass etwas gestorben ist. Somit also etwas, das vergangen ist, in der Vergangenheit war und auch tatsächlich mit Tod zu tun hat. Selbstverständlich gibt es bei jedem andere Nuancen. Das Einzige, was nicht hilft, ist es mit Psychopharmaka zuzudecken. Es wird dann noch weiter ins Unterbewusste und Unbewusste verschoben. Das ist leider keine Hilfe. Und ich weiß, und ich kenne etliche Betroffene, die alle unisono sagen, ja, aber das hat mir so geholfen.
Und das war auf einmal weg. Ja klar, man will das loswerden, das ist ja schrecklich. Aber der Punkt ist, es kam bei allen wieder. Und meistens in verstärkter Form. Na, macht ja nichts, nehmen wir noch ein paar Tabletten dazu. Ne? Allein mir fehlt der Glaube, ehrlich gesagt. Man kann auch anders durch Dinge hindurchgehen. Aber wie gesagt, da muss man jetzt erst wieder mal den Ansatz haben, sich alles anzusehen, zu können und zu wollen. Wer das möchte, Mailadresse unter dem Video. Ich wünsche euch alles Liebe und einen guten Start in die Woche.